Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr heute auch wieder mit dabei seid. Wir missten heute das Jahr 2023 aus und zwar geht es heute um Duschgel und sowas wie Shampoo und Spülung und sowas alles. Und ja, ich habe hier zwei Kartons. Ich habe gerade schon mal ein bisschen vorsortiert, beziehungsweise ein bisschen Ordnung geschafft in den Kartons. So sieht's aus, das Ganze. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Und wir starten mit Shampoo, würde ich sagen, oder? Ja, wir starten mit Shampoo. Also, da haben wir diese Kiste. Und das sind immer, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, bei allen Produkten, die jetzt und auch die nächsten Tage folgen, das sind immer die Sachen von mir, natürlich, von meinem Mann und auch von den Kindern. Also, manchmal ist bei den Produkten vielleicht was bei, was, ja, nicht so typisch ist für einen aufgebraucht von mir, aber ihr werdet das schon sehen. Also, wir fangen mal an wirklich mit Ordinär Shampoos und ich habe insgesamt sechs Buddeln Schaumershampoo aufgebraucht. Tatsächlich war das so ein bisschen so ein schaumerlastiges Jahr, was ich eigentlich auch gut fand. Ich wurde zum Ende hin ein bisschen enttäuscht, weil irgendwie das Produkt mit meinen Haaren nicht mehr so gut interagiert hat, wie es das restliche Jahr getan hat. Keine Ahnung, was da das Problem war, ob das an der Sorte lag, ob das an meinem Körper, meinen Haaren in dem Moment lag oder an was auch immer. Ist auch egal, ich bin nach wie vor Schaumer-Fan. Wir fangen einfach mal an. Ich habe hier dieses rote Color Glanz zweimal aufgebraucht und das fand ich sehr gut. Ich muss vorab sagen, dass bisher alle Schaumer-Shampoos eigentlich gut gerochen haben. Die einen noch ein bisschen besser als die anderen, aber vom Geruch her super. Ich mag die Konsistenz, ich mag die Verpackung. Ich mag, wie das Ganze aufschäumt. Ich mag eigentlich alles daran und deswegen, ja. Wir haben hier zweimal das Rote. Dann haben wir einmal dieses Rosane, was natürlich von der Verpackung her wunderschön ist und genau mein Typ ist. Schaumer 7 Blütenöl, Reparaturshampoo. Das fand ich auch ganz nett, muss ich sagen. Also ich kann da jetzt nicht so super viele Details euch sagen, weil das Shampoo hat immer gut gerochen. Es hat, finde ich, gut funktioniert. Die Haare waren danach angenehm. Man konnte sie gut kämmen. Sie sahen gut aus. Sie waren genauso schnell wieder fertig wie von allem anderen Shampoo auch. Also, ja. Dann haben wir hier einmal Schaumer Fresh It Up Pflege Shampoo mit Passionsfrucht. Auch eine sehr schöne Verpackung. Also, wobei die Farbe gefällt mir. Das Bild ist so lala, aber ja. Habe ich auch sehr gerne benutzt. Dann haben wir hier Repair und Pflege, Reparaturshampoo. Das ist natürlich vom Design her jetzt nicht so der Superknüller, aber es war halt auch gut. Es hat gut funktioniert, es war ganz nett. Und vom Gefühl her ist immer, wenn irgendwo Repair draufsteht, immer das Gefühl, man tut was Gutes für seine Haare. Ist nicht zwingend so, aber ja, genau. Und dann haben wir hier noch ein Exemplar Schaumer Pro Vitamin B5 Glanzshampoo. Das war irgendwie so komisch bedruckt, also da wurde es irgendwie dieser Aufkleber zweimal draufgeklebt und deswegen war es, glaube ich, damals auch reduziert ziemlich doll, meine ich in Erinnerung zu haben, was ja völlig egal ist, weil mich interessiert ja, was in der Flasche ist. War auf jeden Fall auch ganz nett, mal das mal auszuprobieren. Das habe ich irgendwo gekauft, ich weiß aber nicht mehr wo. Keine Ahnung, und das habe ich aber sonst im Laden, glaube ich, noch nie gesehen. Also wenn ich beim DM oder irgendwo bin, habe ich das noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob das auch vielleicht ein älteres Modell ist. Keine Ahnung. So. Dann haben wir hier mal sowas wie Caramel Macaron von Bilou. Das ist zum Beispiel jetzt was, das würde ich nicht benutzen. Ist finde ich die Verpackung komisch. Also, das, ich weiß nicht, wie das ist, wenn das offen ist. Nee, das finde ich viel zu hart hier, das Ganze. Also wäre absolut nicht mein Fall und ich bin auch nicht so der Bilou-Fan. Ich bin ein sehr großer Fan von Bianca, aber ja, nicht von dieser Marke. Ich finde es ganz niedlich gemacht, das Ganze, und Mausi findet das halt auch ganz toll. Und dementsprechend gehörte das hier auch Mausi. War bestimmt ganz nett, hat bestimmt super süß und widerlich gerochen. Ich finde das alles immer viel zu süß. Aber ja, Mausi fand das, glaube ich, ganz gut. Was habe ich denn hier? Nee, das ist irgendwie so ein Kran, der hier ausgelaufen ist. Ich habe mich schon gerade gewundert. Erkläre ich euch gleich. Dann haben wir hier so ein paar kleine Dinger. Und zwar von Balea aus dem Adventskalender. Ich weiß nicht, von welchem Jahr, ehrlich gesagt. Winterspülung. The Most Wonderful Time. Habe ich hier einmal diese hier. Und das passende Wintershampoo dazu von der gleichen Edition.
Von der Größe her, von der Art, der Verpackung und so finde ich das immer total niedlich gemacht. Und auch die Designs, das zieht sich ja so durch den ganzen Kalender, finde ich mal total süß. Aber ich glaube, hochwertig ist das absolut nicht. Also das ist wirklich, oh, das ist eher was für Kinder, finde ich. Und das habe ich auch schon öfter gesagt, der Balea Adventskalender ist, da sind ein paar nette Sachen drin, aber das meiste ist wirklich, also nicht für erwachsene Frauen, finde ich persönlich. Ich hoffe, dass ich damit niemandem auf die Füße trete, aber ich, für mich persönlich ist es nichts und ich werde hoffentlich in Zukunft auch davon Abstand nehmen, den zu holen. Ich bin ein sehr großer Balea-Fan, ich möchte das, ne? Also ich möchte da nichts gegen sagen, aber der Adventskalender ist irgendwie nicht so ganz cool. So, dann haben wir hier zweimal Isana Kids Zaubersee, oder? Ja, Zaubersee. Ganz niedlich, das war so Shampoo und ich fand das total süß und das ist tatsächlich von mir gewesen. Es war rosa und es war mit Glitzer. Pflegend würde ich jetzt nicht sagen, war jetzt nicht so super cool, aber es war halt eine kleine Buddel und zum Verreisen finde ich das immer ganz nett, wenn man sowas Kleines dabei hat. Und rosa und Glitzer, ja, damit kriegt ihr mich halt, deswegen, ja, habe ich das aufgebaut. Dann haben wir hier Coco Condi Conditioner von Hello Body, absolute Vollkatastrophe. Finde ich, hat gar nicht mal so geil funktioniert, gar nicht mal so geil gerochen und ging gar nicht mal so geil aus der Verpackung raus. Also fand ich nicht gut. Also, weiß ich nicht. Da bezahlt man ja richtig Geld für Hello Body Produkte. Und das fand ich nicht, also, weiß ich nicht. Würde ich mir auf jeden Fall nicht nochmal kaufen. Hatte ich damals, glaube ich, in der Glossy Box oder hat mir jemand geschenkt, irgendwas. Nein, finde ich ganz, ganz, ganz schlecht. Wirklich. Wofür ich aber definitiv unbedingt Geld ausgeben würde nochmal, und das sind gleich zwei Produkte, die werde ich euch gleich zeigen. Zum einen von Ghoul, Frische und Leichtigkeit Antifett-Shampoo mit Yuzu-Zitrus. Liebe ich, kostet ein Vermögen dieses Shampoo, wirklich. Aber es riecht so gut, ich mag den Geruch so gerne und es funktioniert so gut. Es ist wirklich ein richtig, finde ich, gutes Produkt. Ich weiß nicht, wie es technisch gesehen ist, wenn sich ein Friseur dieses Produkt anguckt, ob das gut abschneidet oder nicht, keine Ahnung, aber es riecht super gut und wenn es im Angebot ist, dann kaufe ich es auch sehr gerne, muss ich euch sagen. Und das ist ein Produkt, das hat Dejan empfohlen, habe ich euch, glaube ich, neulich auch im Aufgebraucht gezeigt. Das ist von Balea, das Plexcare Shampoo. Sieht super cool aus, finde ich, mit dem Holo-Effekt. Kommt gut raus, auch wenn das jetzt hier vielleicht nicht den Anschein macht, aber es kommt sehr gut raus, das Produkt. Es ist eine schmale Flasche. Ich finde es total gut. Es funktioniert gut. Es riecht gut. Also ich finde es super. Würde ich definitiv nachkaufen. Habe ich jetzt gerade auch in Benutzung noch eine Flasche. Und ja, die nächste wird geordert. Also von daher richtig gut. So, und dann zeige ich euch nochmal eben meine meine Haarpflege. Ich lüge. Haartönungen, Färbungen, Farbe. Sachen, die die Haarfarbe verändern. Und da war das halt auch gerade, dass mir diese Buddel hier entgegenkam, wo noch die Hälfte drin ist. Aus dieser, weil ich nämlich das hier oben ja abgerissen habe neulich und hier hingepackt habe, damit ich mir merke, was das für eine ist. Das ist einmal von Schwarzkopf blonde Supersträhnchen. Das habe ich benutzt in meiner hellen Phase. Dann von Isana Professional super Auffällersträhnchen. Das hatte ich beim letzten Mal, das fand ich, glaube ich, sogar noch besser. Ich dachte, das wäre dieses gewesen, aber ich fand das, glaube ich, noch besser. Aber ich bin ja nie bei Rossmann leider. Ultra helles Blond. Also das würde ich auf jeden Fall auch nochmal kaufen. Gerade diese Strähnchenpakete sind richtig cool, finde ich. Dann haben wir hier Intensiv Creme-Koloration, permanente Auffäller, helles Naturblond. Das war, glaube ich, auch gut, sage ich jetzt mal so. Da mache ich aber auch das mit meinem Pinsel, dass ich da durchgehe. Und als ich die etwas braunere Phase hatte, hatte ich von Movida die Intensivtönung in 40, dunkle Kirsche mit so einem kleinen Rotstich. Die fand ich auch sehr gut, die Farbe, muss ich sagen. Movida ist auch immer gut, also da, ja, würde ich auch immer wieder kaufen. Genau, das sind diese Produkte gewesen. Und ich bin leider nach wie vor jemand, der zu wenig, wie ihr gemerkt habt, zu wenig Spülung benutzt und kaum Conditioner und so weiter und keine Kur und noch so ein Ziel, Vorsatz, wie auch immer, für dieses Jahr, da nicht mehr so nachlässig zu sein, immer ein bisschen mehr zu benutzen, damit es meinen Haaren vielleicht ein bisschen besser geht oder sie ein bisschen besser aussehen oder beides im Optimalfall. Ja, so, und dann haben wir als nächstes Duschgel und Shampoo. Wir haben hier unsere Kiste und da haben wir zum einen, ich versuche das mal hier gleich in diesen Behälter zu schmeißen,
Zum einen das Lieblingsduschgel von Mirko, und zwar ist es dieses hier von Nivea Man Sensitive. Das benutzt er immer und immer und immer wieder. Und das hat er dreimal, fünfmal, achtmal benutzt. Gefühlt hat er mehr Duschgel als ich benutzt. Da kommt nämlich gleich noch was. Wahnsinn! Also achtmal hat er das benutzt. Und dann haben wir hier noch so eins, das hatte ich mal irgendwann gekauft, aber es war keine gute Idee. Farman Dark Passion, das hat Noelle dann aufgebraucht. Das war eher so lala. Beim nächsten Mal kaufe ich eher eins von Axe oder so. Und von Adidas das 3-in-1 Klima Cool, das ja, kaufe ich auch immer ganz gerne. Das ist auch eine gute Alternative zu dem anderen, auch für ihn. Das benutzt er auch ganz gerne. Und ja. Aber das Sensitiv von Nivea Man, das ist noch so das Nonplusultra bei ihm. Genau, das war der Mann. Und dann haben wir, ich glaube, Mausi hat gar kein Duschgel aufgebraucht. Wahrscheinlich hat Mausi immer meins mit benutzt. Oder sie hat eine große Flasche oder sie duscht nicht. Letzteres ist es nicht. Beim zweiten bin ich mir nicht so sicher. Irgendwas steht da in der Dusche, aber ich weiß nicht, ob das Duschgel ist oder Shampoo. Aber sie benutzt halt auch immer meins mit. Für den Kleinen habe ich auf jeden Fall aufgebraucht von Bübchen die Wasch- und Duschcreme. Das ist immer, immer, immer gut. Ich kann ja mittlerweile wieder ein bisschen riechen. Das kann ich nicht riechen. Ich probiere nochmal was anderes. Okay. Das war zu viel behauptet. Das mit dem Riechen kommt noch irgendwann. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Produkt, was ich immer wieder kaufen würde. Genauso wie von Hip 2-in-1 Shampoo und Dusche. Und das war hier diese Robbe und das ist ja auch niedlich. Hip riecht auch super gut. Also für Kinder, Bübchen oder Hip oder sowas, immer richtig gut. Ich mag das auch gerne, wenn die Kinder so richtig schön riechen. Jetzt hat er so ein paar Duschgel-Sorten vom Sandmännchen und noch ein, zwei andere. Das ist ganz nett, aber er riecht danach natürlich nicht so nach Baby. Und das ist ein bisschen schade, weil, naja, er ist natürlich mein Baby. Gut, und dann haben wir hier einmal dieses merkwürdige von Quashy Berry Shower Gel. Das vergessen wir ganz schnell wieder, damit ich auch gar nicht viel zu sagen. Kauft euch das nicht. Wenn ihr das irgendwo habt, schmeißt das weg. Das ist nicht. Das muss nicht. Dann haben wir hier wieder ein paar kleine. Und zwar von damals, aus dem 18. Jahrhundert. Aromadusche aus dem Balea Adventskalender. Ich glaube von 2021 oder so. Cool. Dann haben wir The Most Wonderful Time. Das ist, glaube ich, beides vom letzten Adventskalender. Aromadusche und Duschgel. Diese beiden. Ja. Waren okay. Für Duschgel ist es gut. Man hat nicht das Gefühl, dass man super sauber ist. Die Gerüche finde ich auch manchmal ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt. Was haben wir denn hier? Mit weihnachtlichem Zimt- und Orangenduft. Oder mit orientalisch-weihnachtlichem Duft. Das tut mir leid. Aber da fühle ich mich jetzt nicht so super sauber danach. Deswegen, ja. So, und dann haben wir hier, achso, und einen haben wir noch, Entschuldigung, Cremedusche mit Schoko-Honigduft. Ist genauso eine Vollkatastrophe. Da wünsche ich mir, dass ich sowas benutze, wenn ich verstopfte Nase habe. Damit ich nichts riechen muss, ey. So, und dann haben wir hier ganz viele sommerliche Duschgel. Und eins, was ein bisschen winterlich ist, das habe ich, glaube ich, auch jetzt in der kalten Jahreszeit dann aufgebraucht. Kakaobutter, Vanille und Macadamia von TTZept. Ich finde das ganz nett, wenn man so ein bisschen gemischtes Duschgel hat und nicht immer nur so fruchtig oder aquatisch oder so. Das ist, finde ich, eher was für den Sommer. Und dann gibt es so Produkte von Dove oder Nivea zum Beispiel, die sind für mich so samtig. Die gehen das ganze Jahr oder gehen zum Beispiel, wenn man, ich weiß es nicht, wenn man abends duscht und danach ins Bett geht und sich so frisch fühlen will. Oder halt auch im Winter. Und das ist halt auch sowas, was wirklich im Winter geht. So eine schweren Düfte, sag ich mal. Genau. Und jetzt kommen, glaube ich, nur noch sommerliche Sachen. Bis auf dieses hier. Das ist irgendwie Dusche und Shampoo. Das war für Kinder von Tabaluga. Das haben Matteo und Noelle zusammen aufgebraucht. Und ja. Genau. So, wir fangen mal an. Mit einem Produkt von Isana. Duschgel Mango. Mit exotisch-floralen Mango-Duft. Das war so ein kleines, auch so ein Reiseding. Das war ganz nett eigentlich. Konnte man gut machen. Finde ich okay. Das ist so die gleiche Kategorie wie dieses Glitzer-Shampoo. Das ist für mich völlig in Ordnung. Dann haben wir so ein paar Produkte von Fahr. Ist das auch noch Fahr? Nein. Und zwar sind es die drei. Die hatte ich, glaube ich, auch alle drei zusammen gekauft. Meine ich zumindest. Da haben wir einmal Throwback Moments. Das war ganz nett. Also die waren alle super. Kann ich euch alle empfehlen. Wenn ihr die noch irgendwo seht, wenn es die noch gibt, kauft euch die. Ist richtig gut.
Ipanema Nights und Umuhai Ritual. Ja, von der Optik her auch total mein Fall. Ich liebe sowas ja. Und die waren, glaube ich, auch noch alle reduziert beim Edeka. Und deswegen habe ich mir die alle drei mitgenommen. Ja, dann mein Nonplusultra. Immer wieder liebe ich dieses. Aber das gibt's nicht mehr. Das ist so eine LE mit Topmodel irgendwie gewesen. Was steht denn drauf? Be Special von Palmolive. Das hat so gut gerochen. Das hat gerochen wie Joghurt-Gums von Katjes. Ich liebe das einfach. Oh Gott. Und die Verpackung fand ich auch ganz niedlich, dass man die hier so anfassen kann. Und ja, Design fand ich auch ganz schön, aber leider gibt es das nicht mehr. So, ich hole mal alles hier raus, damit ich mal meine Getränke zur Seite stellen kann. Wir haben hier ein... Ciao. Einmal von Isana, Glücksdusche, glücklich steht dir, duftet nach Vanille und Orchidee. Optisch sehr schön, mag ich sehr gern, habe ich glaube ich geschenkt bekommen von meiner Schwägerin. Sieht zumindest aus wie etwas, was meine Schwägerin mir schenken könnte. Fand ich sehr gut, hat super gut gerochen, aber ich mag bei Duschgel diese Tuben nicht so gern. Ich mag lieber so Flaschen, deswegen nicht ganz so geil. Dann habe ich von Balea Glücksmoment Duschgel, das hatte ich auch in meinem Aufgebraucht schon gesagt. Das war an sich ganz gut, aber diese Verpackung mit diesen Marienkäfern und den Blumen, boah, das ist ein bisschen kindisch oder kindlich, sagen wir mal so. Ist jetzt nicht so 100% mein Fall. Dann haben wir von Isana die 25 Jahre Edition Dream Beach Malediven. Die habe ich mir natürlich auch ein bisschen geholt, weil 25 Jahre und so weiter. Und ach, ich fand es eigentlich auch ganz niedlich vom Design. Hat auch gut gerochen, also war alles fein. Und die letzten beiden Produkte sind einmal von Balea Duschgel Tropical Fantasy, duftet nach Papaya und Mangoblüte. Eigentlich ein bisschen viel vom Design her. Ja, habe ich mir einfach geholt, weil es eine LE war, glaube ich, ne? Ist das eine LE? Ich hoffe. Also es sah für mich aus, als wenn es an so einem LE-Stand war und ja. Und dann einmal Hawaiian Dream Duschgel, sommerlicher Duft mit Kokosnuss. Ich habe relativ viele Kokosnussprodukte, dafür, dass ich Kokosnuss nicht mag. Aber ja, das war optisch natürlich auch wieder so, oh, so schön und deswegen musste ich das haben. Und das hat auch eigentlich ganz gut gerochen, muss ich sagen. Also ja. Und wie gesagt, so eine Verpackung mag ich auch total gern, wie ihr seht. Das drückt sich dann zusammen, man kriegt alles raus, es ist fein. Also ja, das waren alle meine Produkte. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, freue ich mich wie immer über ein Däumchen nach oben. Wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.